bin das zweite Mal jetzt nach Ungarn gereist, um meine Zahnbehandlung fertig zu bringen. Die Zahnklinik Ungarn, Team und Mitarbeiter haben mich unterstützt bei der Buchung vom Flug und Unterkunft. War alles perfekt, wie immer vorbereitet. In Deutschland in diesen letzten Monaten habe ich gar keine Probleme mit meinen implantierten, vorbereiteten Zähnen gehabt. Für mich gab eine Haltung und ein bisschen Sicherheit, dass jederzeit ein Kontaktarzt in der Nähe war. Gott sei Dank habe ich das nicht in Anspruch genommen. Und so gelassen bin ich zu dieser zweiten Behandlungsetappe gekommen. Ging alles super, die Fahrt, Flug und Unterkunft, alles tolle Qualität und ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin am Sonntag gekommen und am Montag habe ich die ersten Termine schon gehabt beim Chefarzt Dr. Ovary. Und die erste Behandlung hatte anderthalb Stunden gedauert. Der Chefarzt hat die Stifte freigelegt. Das war ein größerer Eingriff für mich. Habe keine Schmerzen dabei gehabt. Das Gefühl habe ich schon gehabt, als wäre das so eine Art OP wie bei dieser ersten Etappe, bei dem Reinsetzen von Implantatenstiften. Und der erste Tag war damit vorbei. Am zweiten Tag habe ich mir ein Zahnbleaching gegönnt. Darüber habe ich schon euch erzählt. Und der dritte Tag verging mit der Abdrucknahme. Und das hat wieder ziemlich Zeit in Anspruch genommen. Gute Stunde. Sie haben hin und her probiert, Abdruck genommen, ganz präzise alles eingestellt und schmerzfrei. Ich habe sogar gar keine Spritzen bekommen, tat mir nichts weh. Hat mich überrascht, dass diese Abdrucknahme für sich schon eine Kunst ist. Und am Donnerstag hat man nochmal eine ganz exakte Probe nochmal mit den gefertigten Zahnimplantaten schon gemacht. Die Technikerin hat man geholt. Sie haben exakt noch die Farbe abgestimmt, damit das wirklich perfekt ausschaut. Und das, muss ich sagen, hat mich selber überrascht. Das ist eine ganz feintechnische, präzise Arbeit. Nimmt auch ziemlich viel Zeit mit sich und viel Geduld natürlich. Es ist Nachmittag, ich bin total erleichtert und glücklich, überglücklich. Meine Zähne sind fertig. Fühlt sich wie meine eigene. Also ich habe gar kein unkomfortables Gefühl im Mund. Und ich bin sehr erleichtert und sehr froh darüber, dass ich mich entschieden habe, meine Zähne im Ausland, sogar in Ungarn, in Budapest, in Kosmodern Klinik machen zu lassen. Das war eine gute Entscheidung. Ich bin sehr dankbar für das Team, kann ich sagen, für die Techniker, für die Assistenten, für die Rezeptionisten und für die Ärzte hier. Ich war in besten Händen, ich bin sehr zufrieden und ich würde das nochmal ebenso machen. Alles ist wie im Bilderbuch abgelaufen und ich bin wirklich dankbar und die Freude ist groß. Morgen bekomme ich noch eine letzte Kontrolluntersuchung und ich bekomme noch so meinen Pass für die Implantate. Das ist ein Informationsheft für behandelnde Ärzte später, auch für mich, mit welcher Bürsten, welche Farbe, Größe ich meine Zähne halt einmal am Tag die Zwischenräume auch sauber halten muss. Ich muss sogar jeden Tag mit Listerine spülen und in 4 Monaten komme ich nachher, sogar in Deutschland schon, muss ich nicht extra nach Ungarn, zur Zahnreinigung und Kontrolle. Wenn ich meine tolle Zähne behalten möchte, muss ich aber dafür viel tun.
pflegen, Mundhygiene und regelmäßig muss ich zur Kontrolle mit der Zahnreinigung, sonst war der Aufwand umsonst. Und ich bin besonders glücklich, weil jetzt sind meine Zähne innen auch in Ordnung und durch Zahnbleaching habe ich jetzt die Fassade auch weißer und strahlender gemacht. Und das war eine extra Belohnung und ein Rundherum-Paket für mich, außen und innen. Und ich bereue überhaupt nicht, dass ich das gewagt habe. Was mir nachhinein jetzt ein bisschen weh tut, dass ich zu lange gewartet habe mit der ganzen Behandlung. Dadurch ist das ein bisschen komplizierter geworden, weil ein Zahn oben ist gesunken. Und das hätte man alles sparen können, wenn man rechtzeitig die Implantate eingebaut hätte. Und dadurch habe ich jetzt oben auch eine Krone bekommen. Also, ich bedanke mich nochmal für das ganze Team und ich wünsche für weitere Patienten viel Mut und Kraft dafür. Und es ist toll, wenn man nicht lange zögert und die Sache nicht zu arg rausschiebt und einfach eine Zahnbehandlung, die notwendig ist, rechtzeitig machen lässt. Dankeschön.